Also, es geht darum, dass ich schon wieder eine neue Idee habe. Und zwar erstmal einen Schraubenverdichter, der die Luft zusammendrückt. So auf 10 Bar, das langt ja nicht. Es müssen ja dann hier sehr hohe Drücke sein. Auf fast 200 Bar, also vielleicht auf 50 Bar. Mal schauen. Dann anschließend, wenn die 50 Bar erzeugt sind, kommt das Material in einer Schnecke, die druckgepuffert ist, das heißt, das feste Material wird reingedrückt, ohne dass die 50 Bar oder die 100 Bar je nachdem raus können. Dieses reingepresste Material wird in den Verdrennungsprozess mit eingebracht durch den Luftzug. Das Ganze wird dann noch mit zum Beispiel Gas oder Biogas oder auch Erdöl oder Normalgas so abgecheckt, dass hinten die Lambda-Sonde eben wie beim Automotor schon lange üblich der Sauerstoff und der Kohlenstoff wird genau abgestimmt ist, dass die Abgase entsprechend in Ordnung sind. Anschließend wird natürlich das Abgas je nachdem runtergekühlt und durch ein Wasserbad oder sonst was, sodass die Abgase, die Ruß oder Staub hier hängen bleiben. Was ja auch kein Problem ist. Damit so, nachdem dann eben 50 Bar da sind und es dementsprechend verbrannt wird, entsteht natürlich ein Zusatzvolumen. Und dieses Zusatzvolumen treibt jetzt keinen zweiten Propeller praktisch an oder Turbine, sondern einen Hubkolben. Das Ganze kann man dann so auch machen, dass man einen Hubkolben nimmt, der dementsprechend nicht die hohen Temperaturen hat oder braucht. Da man ja das Ganze abkühlen kann. Die Wärme kann man ja auch gleich hernehmen zum Heizen von Fernheizungen. Ist dann die Temperatur runtergekühlt, wird das Gas eben durch diesen Hubkolben und dann kann man natürlich ganz andere Techniken hernehmen, wie Teflon oder Keramik, da ja die Temperatur nicht hoch ist. So, anschließend macht der Hubkolbenmotor durch seine Drehung eben den Generator an, übergibt die Energie an den Generator per Achse, Drehmoment und Drehzahl und so kann der Generator dann laufen. Das ist ein optimales System. Ich werde morgen auch gleich hier Patent anmelden. So, das war's.